Hallo und willkommen hier zur nächsten Tinbox, und zwar die Kyber Tinbox mit dem schönen großen Logo Kyber Corporation. Und ja, natürlich ist ein blauäugiger weißer Drache hier dabei. Und noch wieder drei Megapacks. Mal schauen, bei der letzten Video war es natürlich die Yugi-Box, war Spiegelkraft dabei und Zodiac-Karten. Und dieses Mal werden wir mal sehen, was daher auf uns zukommt. Blaugiger weißer Drache natürlich, sehr schön. Obwohl dieses Artwork eigentlich mir nicht so gut gefällt, andere hätten mir besser gefallen. Naja, Proxy-Drache natürlich, so wie in der anderen Teambox. Ebenso Topf der Begierden. Und Nummer 68, Sanapond, das Himmelgefängnis. Himmelsgefängnis, sehr gut für Stufe 8 Monster. Also eigentlich auch ein weißen Drachendeck ziemlich gut zu verwenden. Und dann noch ältestes Wesen Nkis. Das ist sehr speziell. In Markindex kann man das sicher gut verwenden. In vielen aber nicht. Aber mal schauen. Und natürlich die Spielmarke von Kyber. Sehr schick. Gut, aber jetzt zu den spannendsten wieder. Den Megapacks. Okay. Wahre Drachenschmiede. Abrisspanda, Getriebewechsel, alte Kaiju. Ich meine, die ganzen Commons, die Kram hat man ja eigentlich eh schon. Fusionsmarke, nicht so schlecht für entweder Lunarlicht oder andere Fusions Decks, die ein Fusionsmonster als Material brauchen. Metalphose-Kombination für Metalphose, Zodiac, Rasierklinge und Seemonster des Tees. Stufe 5 Empfänger ist gut für Instant Fusion. Man kann gleich entweder ein Rang 5 Exit-Monster machen, es ist auch noch ein Zombie, oder einfach ein Synchro-Monster damit machen. Künstlerkumpel, dann Terminal Welt Next für. Was sind das eigentlich für Karten? Für welches Ding? Okay, es ist universell. Cyber-Tuton, Künstlerkumpel, und ja, nicht so gute Karten, die kommen immer. Aber was will man? So. Ermächtigung, Roboter, Wunder-Exit kann man sehr gut. Oder nein, das ist die falsche Karte. Okay. Künstlerkumpel, Metalphose wieder. Shino-Barones, Pfau für die Spirit-Monster. Zodiac, Schweifpeitsche, nicht so schlecht für die Zodiac-Karten. Dunkler Vertrag mit den Entitäten für die DD-Monster. Und Magier-Navigation. Ja, ist nicht so unbedingt nötig, aber. Für ein Magedeck braucht man es schon, aber naja. Polizeisch und wieder die Schonobido-Vögel oder wie die auch immer heißen. Wieder ein paar Polizeisch und Supersoldaten. So, das letzte Pack. Ich hoffe, da ist etwas so dermaßen Gutes drinnen, dass ich voll auszug. Würfelow, Dresch am Bahnhof, Digitalkäfer, Leuchtfeuer des Weißen, Mausoleum des Weißen, Priesterin mit den blauen Augen. So, Dirk Tigermörser ist ziemlich gut. Jetzt bräuchte ich noch den anderen, aber Geisterschnitte und Windkirschblüten, sehr gut. Eine Handtrap, die ziemlich gut ist. Während des Spiels eines beliebigen Spielers, falls dein Gegner mehr Monster kontrolliert als du, du kannst diese Karte abwerfen. Zeige eine Karte in deinem Extra-Deck vor, dann sieht er das Extra-Deck deines Gegners an. Zusätzlich verbanne alle Karten mit demselben Namen wie die vorgezeigte Karte von seinem Extra-Deck. Du kannst diesen Effekt von Geisterschnitte und Windkirschblüten nur einmal pro Spielzug verwenden. Okay. Das ist eigentlich schon gut. Es gilt jetzt auch, wenn ich jetzt ein Monster von mir auswähle und dann zeige eine Karte in deinem Extra vor, dann seht ihr das Extra Deck deines Gegners an, zusätzlich für alle Karten in demselben Namen. Oh, okay, das ist eigentlich nur für Mirror Match ziemlich gut, würde ich mal sagen. Oder für Utopia oder irgend sowas. Obwohl bei Link-Ding, wenn man da ein paar Link-Monster auch dabei hat, kann man seine ganzen Link-Monster auch wegmachen. Aber es ist ein Empfänger und Zombie noch dazu. Okay, Quarantäne, Geneter, Psyhüllen, Shinobi-Vogel und Millionenfresser. Gut, das war's. Das sind die drei Secrets, Seemonster, die heißen Magier-Navigation und Geisterschnitter und Winterkirschblüten natürlich. Okay, das war's. Könnt euch das vorige Video anschauen mit Yugi, Tinbox und so.
Und schreibt in den Kommentaren, was ihr gerne noch sehen wollt, was ihr haben wollt und so weiter und so fort. Dann bis zum nächsten Mal.